Leute, Kopfhörer beim Fahrradfahren, nicht so geil, außer ihr habt Knochenschallkopfhörer. Die halten nämlich den Gehörgang frei. Ich habe hier die Shox Open Run Pro, das bisherige Spitzenmodell von Shox. Und da könnt ihr richtig geil Podcast hören oder auch Musik und immer noch die Verkehrsgeräusche wahrnehmen. Gilt natürlich auch so, wenn ihr laufend unterwegs seid, also Jogger oder sonst irgendwie, aber vor allen Dingen Fahrradfahrer. Ihr solltet nicht mit so Stöpseln in den Ohren oder so großen Dingen oben drauf fahren. Geht gar nicht. Ja, jetzt habe ich hier das Nachfolgeprodukt, die Shox Open Run Pro Version 2, im Unterschied zu dem Vorgängermodell, den Shox Open Run Pro. Was können die besser? Zunächst einmal haben wir hier eine komplett umweltfreundliche Verpackung. Alles schön aus Pappe, Cardboard. Richtig gut für die Umwelt. Klasse. In der Verpackung finden wir ein richtig schönes Etui, das hinterher natürlich keiner mehr braucht. Und da sind die Kopfhörer drin und ein Ladekabel. Dazu komme ich gleich nochmal. Die Dinger wiegen 31 Gramm, gerade nachgewogen, gegenüber 28,4 beim alten Modell. Tut sich also nichts. Die Shox gibt es schon seit gefühlt 15, 18 Jahren und am Anfang waren die grottig. Mittlerweile ist das die Version 9 bei der Knochenschalltechnologie bei dem Vorgängermodell und das Neue setzt noch einen Punkt oben drauf. Und zwar haben die eine verbesserte Klangqualität einerseits, was den Knochenschall betrifft, aber dann auch nochmal durch die Luftkanäle schreiben die. So, und dann gibt es dabei auch Equalizer-Funktionen. Der alte hatte genau eine Equalizer-Funktion, Normal oder Musik oder Sprach und Musik. Hier sind jetzt fünf EQ-Profile drin. Das heißt, je nach Musik oder Podcast kann man den Klang nochmal verbessern. Die Akkulaufzeit war beim alten schon riesig mit etwa 10 Stunden. Und das habe ich ausprobiert. Den neuen, der soll 12 Stunden können. Viel besser finde ich aber, dass beim neuen jetzt dank der EU hier eine USB-C-Schnittstelle verbaut ist. Das heißt, man braucht nur normales USB-C-Kabel zum Aufladen, wohingegen beim alten eben so ein magnetproprietären Verschluss oder ein Kabel dabei war. Und das war eben unpraktisch, wenn man das Kabel nicht immer gefunden hat. Das ist also besser jetzt. Danke EU, dass ihr da eine Regulierung gefunden habt. Die Ladezeit war schon beim alten mit 1,5 Stunden sehr, sehr schnell. Der neue kann es noch ungefähr eine halbe Stunde schneller. Das heißt, in einer Stunde ist das Pro 2 Modell aufgeladen. Last but not least. Die übertragen den Schall ja eben mit Vibrationen. Ganz früher hat das gebitzelt hier ohne Ende. Die Open Run, die waren schon sehr sanft zu deinen Gehörgängen. Der neue soll eben jetzt noch, den neuen habe ich auf, noch weniger vibrieren und trotzdem den Knochenschall gut durchleiten. Deswegen höre ich jetzt wieder Podcasts auf dem Fahrrad. Du auch?